Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Arena Leiter Soul Link. Mit mir und Pillabob und unserem Pokémon, die noch leben. Ja, es leben ja noch ein paar mehr, die können wir nur nicht gebrauchen als angehende Arena Leiter. Und wir können auf Route 110 noch was fangen. Ja, los geht's. Pass auf, da oben ist ein Pfadfinder. Genau. Joa, ist nee. Klar. Hallo, Twaido. Mewtwo. Ja! Kannst du einen Psychotypen machen. Hatte ich meine Pokémon nicht eigentlich geheilt? Mir war so da irgendwie. Mir fällt gerade auf, ich habe eine Psychoschwäche in meinem Team. Kappels, Kampf, Visa Knoss, Gift. Mhm. Der Tohaido will mich gerade killen. Nummer 2, Tohaido. Sollte man mal mein Pokémon nicht nachmachen? Ach, wir kommen ja noch gar nicht weiter, stimmt ja. So, Nummer 2. Nummer 3. Oh, Teddy Ursa. Saganabüs. Wo wir gerade von schlechten Namen reden, das schon mit Aporetten mitbekommen? Entschuldigung, mehr sage ich dazu nicht. Das dürfte ich fangen. Ich also glaube, jetzt habe ich meinen Kopfhörer rausgezogen, sodass ich Krabums. Also ich bin bei Encounter 4, ich habe jetzt Krabums. Was hast du? So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe einen Stahlhaus getroffen. Wir haben keine Types-Claws, ist dir erstmal aufgefallen? Species-Claws. Ja. Das heißt, du musstest sogar theoretisch fangen. Ja, normalerweise haben wir gedacht, das ist so irgendwie selbstverständlich, dass man es vielleicht nicht fangen muss. Ja. Das war jetzt Nummer 5. Oh, heute gehe ich das Risiko mal ein. Ich flüchte. Das war erst der dritte Encounter. Ja, ich habe jetzt den sechsten Encounter und es ist ein... Schon wieder Stahlhaus. Kangama. Boah, Kangama ist geil. Ja, aber es ist alles Pokémon, die ich nicht gebrauchen kann. Jetzt bin ich mal auf den siebten gespannt. 4. Aber langsam wird es langweilig, weißt du das? Ich fange auch ein Pokémon, die ich schon hab. Ja, und ich fange Pokémon, die ich nicht gebrauchen kann. Wobei, ich habe ja noch ein drittes Pflanzen-Pokémon auf der Box. Ich kann es ja nur nicht benutzen. Pelipper. Das ist jetzt Nummer 5. Also wenn jetzt Stahlhaus nochmal kommt, werde ich es fangen. Das ist dein drittes Pflanzen-Pokémon mitnehmen. Ach. Bam, bam, bam. Ernsthaft? Oh, Vulpix. So, jetzt ernsthaft? Jetzt drück die Daumen, ha? Huh? Ich krieg hier einen Fritzelblitz. Was ist eh regulär auf dieser Multi gegeben hätte. Geil. So, drück die Daumen. 7. Ich guck nicht hin. Nope. Und es kann sein, dass ich das Pokémon nicht fangen kann. Wieso? Das ist ein Tanzer. So. Also. Ja. Und ich will meinen Meisterball nicht für einen Tanzer verschwenden, wenn ich kann so. Nö, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich werfe einen Superball einfach mal. Ich muss jetzt Bälle werfen, weil Fritzelblitz hat leider Giftbruder. Er hat sich vergiftet am. Giftor. Und das war's. Was? Besiegt? Instant Finale. Ja gut, dann kann ich euch Fritzelblitz gar keinen Namen geben und kann es freilassen. Ach schade, hätte ich mal Stralos gefangen, aber naja. Irgendwann wird es langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach weißt du, ich bin es doch schon gewohnt mittlerweile bei dir. Ich habe immer genug Pokémon in Reserve, ich kann sie aber nicht benutzen. Ich meine, ich nehme mal Lavita, ja. Ich hatte schon Despota, jetzt habe ich Lavita wieder im Team. Ja. So, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal gehen wir zum Strandhaus, ne? Wir zum Strand. Ja, wir gehen jetzt erstmal unten kämpfen. Strand! Da ist noch ein Item, was da liegt. Hallo? Ein Rauchball. Oh, das können die ja nicht gebrauchen. Ah, ich mache keinen Doppelkampf mehr, vergiss es. Und die nächsten Encounter, die wir fangen können, sind erst um Malvenforum. Ja, schick. Wir können hier auch alles überspringen und die Trainer später machen. Wir können erstmal einen Counter fangen gehen, wenn du willst. Das ist so scheiße. Wäre auch ganz gut zum Pokémon nachtrainieren dann, ne? Ja, das Problem ist aber, wir haben zwischendurch einen Rivalenkampf. Ja, das stimmt. Ist auch scheiße. Also, egal wie wir es wenden und drehen, das ist scheiße, ne? Lass uns erstmal das Museum machen jetzt. Gut, dann muss ich kurz hier noch einen Kampf raus. Ich habe mich gerade mit einem der Planscher gekloppt hier. Rathaus hätte ich gern zum Nachtrainieren im Zweifel und das ist doch scheiße, ey. Hast du ein Pokémon oder hast du eher zwei Pokémon? Was? Auf Lager? Nee, ich hab hier jetzt gerade, bin noch in den kleinen Planscher reingerannt, weil ich
Ja, ja. Aber der hat sowieso nur zweimal Zuril. Also ich möchte die Trainer zwar onscreen besiegen, aber dann schon gern mit anderen, auch wenn wir andere Pokémon im Team haben. Mhm, kann man gut zum Nachtrainieren noch nehmen. Und wir können alle Trainer auf der Route nachholen und wir sind im Levelbereich, glaube ich, ganz gut dabei, dass wir vielleicht den Rivalen auch besiegen können. Was hat er denn regulär dabei? Die hätte bei mir Flamly genommen und hätte deswegen Balmer und Knills gehabt. Und... ich weiß gar nicht, was mein Pokémon war. Ich glaube, und hatte ja Schalocco als Starter genommen, sprich, die müsste jetzt Papinella haben. Oder immer noch Schalocco. Ne? Ja. So, ich bin in der Werft. Ich bin unterwegs. Ich habe gerade Lola verprügelt, die nach ihrer Mami schreit. Ja. Oh, ich will eure Scheißnummer nicht, behalte die. Ja. Klar, ich will Nummern von 7-jährigen Kindern haben. Ich kenne das Problem. Es hört sich so falsch an. Ich kenne das Problem. So. AR-Stimme waren. Wenn das hier gehört und das dahin, wo geht dieses dann hin? Was ist mit diesem Dingsbums? Ah, ich werde raus, einfach nicht schlau, weil ich so unglaublich doof bin. Oh, hallo, ich bin Botmar. Captain Brick hat damit auf, mich beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das sind die Devon-Waren. Aber, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist nur irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen, ihm das Paket zu geben? Arschloch. Mhm. Weißt du nicht mal so, oh ja, geile Sache, dass du das Ganze hierher gebracht hast. Hier ist eine Belohnung. Ah nein, jetzt muss ich auch noch Geld rausschmeißen, ne? Ja. Wenn du nicht, das Beste ist, wenn du nichts, also wenn du kein Geld dabei hast. Wo ist denn der Typ, den wir mit der Rossetti getroffen haben? Geradeaus. Ich will die Item, will das TM haben. Nee, das ist er nicht. Ich hab schon. Geradeaus, wenn du reinkommst, der Typ. Ja, ich hab den. Da ist er. Blablabla. Hier, dankeschön. TM 46. Was ist TM 46? Ja, okay, kann ich mitleben. Ja, Planscher, Platscher, bestimmt Platscher. Ich hab Fassade. Oh, Pulverschnee. Da, da, da. Kann aber natürlich keins meiner Pokémon lernen. So. Dann sprich du mal Kapitän Brack. Ich? Ich dachte du, weil ich Team Aqua gesprochen hab. Wann hast du denn Team Aqua gesprochen? Im Wald. Ach so. Den einen Rüpel. Ja. Wer du Brick suchst, der bin ich. Das müssen die Stöcke sein, die ich von Mr. Trump und Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Experimentation vorbereiten. Wartet, das ist auch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Und da war es mit diesen Dinger, also hört auf zu labern und lass die Teile rüberwachsen. Zack, 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 hier, aber flott. Dun, 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 dun. Ich kriege ein Problem bei Team Magma, fällt mir gerade auf. Aha, wein du mal, ich habe ein Problem bei Team Aqua. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Challenge noch so in die Hose gehen wird. Oh, Kanivana Level 15. Ja, ist unser Levelbereich, ne? Vielleicht sollten wir doch vorher trainieren. Dum, 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 bevor wir uns gegen unsere Rivalen schmeißen. Ist mir egal. Ich riskiere es einfach. Fertig? Nö, wenn der Scheinwurf mir nicht fehlen würde. So, das ist ein Kanivana. One-Hit bitte. Natürlich nicht. Also mein Megasauger war One-Hit. Haha, das war doch effektiv, ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das war Kappels, ne? Glaub, eigentlich kein spezieller Angreifer. Ich glaube, Kanivana hat ein kleines Problem gegen Stalos. Zweimal Silberblick, einmal Energiefokus. Ja. So, Stalos ist Level 19. Ich darf Dings wieder einsetzen. Gut, das Problem habe ich nicht. Einsetzen darf ich es noch. Aber ich darf halt Kappels nicht mehr einsetzen, falls es ein Level-Up hat. Oh Mann, was für ein Desaster! Der muss mir verdammt wütend sein! Pah, du weißt Schlappen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Hm. Schaukel du mal. Ja, der Zubat ist eher ein Problem. Der wurde gerade vom Zeichen verdeckt. Zubat! Hugo,
Bitte treffe mit deinem Steinwurf jetzt. Du, das ist immer noch für mich irritierend, wenn das Kappel in den Kampf geht und da Tim steht. Aber ist dir schon aufgefallen, dass unsere beiden mit unserem richtigen Namen verbunden sind? Hä? Das Lavita oder was? Mhm. Stimmt, das hat direkt den Namen Mark, ne? Ja. Beide miteinander verbunden. Also, ich würde sagen, wenn die beiden aus Team verschwinden, ist die Challenge gescheitert, ne? Ja. Wieder Carnivana, sag mal. Oh, jetzt muss ich auch noch auswechseln. Da, 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 da. Tim darf nicht mehr kämpfen. Da, da. Und meine Attacken. Warum gerade immer bei Carnivana? Warum gehen die immer bei Carnivana zu? Daneben. Zack. Und wieso war ich schneller als ein Carnivana mit dem Hugo? Fragen über Fragen hier bei Galileo Mystery. Ja. Ich muss mir noch eine Stimme für Adrian überlegen. Dann spreche ich Mark. Oh, ich habe beide wieder. Dann spreche ich Mark. Ja. Ich übernehme Team Aqua, du Team Magma. Gut. Ich finde, das ist eine faire Teilung, oder? Ja. So, bitte durch. Oh nein, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ich hatte mich damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Ich finde diesen Spruch so gut. Das ist irgendwie so unepisch gerade. Ich bin gekommen, um zu sehen, was ihr Deppen. Warum ihr so lange braucht, ihr Deppen. Und was ich? Idioten, lasst euch von einem kleinen Blag die Suppe versalzen. Wir sind Team Aqua und lieben das Meer. Und ich bin Team Aquas Boss. Alles groß. Ich glaube, der schreit uns an. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Team Magma? Warte mal, das stimmt doch einfach nicht. Du bist doch gar nicht danach angezogen. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Der Team Magma! Sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Nö. Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kennst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Will ich auch gar nicht. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Juckt mich nicht. Vergiss das nicht. Ich reiß gerade meinen halben Halbtisch ab. Du bist... ihr seid Adanon Pele. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Oh, was hätte ich vergessen? Dass ihr die Teile von Devon gebracht habt. Und ihr kriegt gar nichts dafür. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich eine Expedition für das Meeres aufbrechen. Danke und... Tschüss. Der Auftritt von Adrian war leider so unepisch, wenn man das von Oras kennt. Ja... Dun, 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 oh nein, dein Freund. Oh nein. Wie? Ich bin mir sicher, dich euer Jumbo schon mal gesehen zu haben. Habe ich mich schon vorgestellt. Ich bin Scott. Eben ist Team Aqua. Team Aqua! Von ihr geflohen. Als eine Horde an Nissen hinter ihr. Lass mich raten. Ihr habt sie verjagt. Vielleicht dieser Trainer? Sehr gut, ich denke, wir werden gute Freunde sein. Wir sollten uns in unsere Pokémons eintragen. Oh. Dieser Scott. Dieser Scott. Ich würde euch gerne auf eurem Weg begleiten. Aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Da ich werde jetzt einen Ort drauf besuchen. Wir sehen uns, ihr Süßen. Oh. Dieser Scott. Nicht ein anderer Scott, sondern dieser Scott wurde eingetragen. Das ist gut. So, dann einmal heilen. Wurden wir nicht gerade geheilt? Ach ja, stimmt ja. Egal. Doppelt geheilt. Jetzt haben sie doppelte KP. Das, das funktioniert leider nicht. Erstmal voll cheaten hier. So, jetzt dürfen wir hier weitergehen. Ja. Oh. Was? Professor Birkenbaum. Noch nicht ernsthaft. Doch. Ach, das war ich, ne? Wie hatte ich den denn gesprochen? Oh, ihr beide. Ich dachte mir schon, dass ich euch hier treffe. Und wo Maike und Briggs wohl sind? Interessiert mich nicht. Also, ihr beiden seid nicht zusammen unterwegs. Nö. Ihr vier.
Ich habe schon davon gehört, dein Pokénav ist mit dem Trainerrufsystem ausgerüstet. Ja, und? Ah, ich bin der Schärfste heute hier wieder. Dann werde ich dich in meinem Pokénav-Verzeichnis eintragen. Will ich aber gar nicht. So kann ich deinen Pokédex beurteilen, auch wenn du weit, weit weg bist. Interessiert mich nicht. Ich bin ja gerne weit, weit weg von dir und keinen Kontakt mit dir haben wollen. Ihr beiden. Was? Achtet ein wenig auf die beiden. Nö. Nun muss ich mich aber beeilen. Man sieht sich. Mich, verschwinde. Oh nein. Doppelkampf. Boah, ich achte auch einfach nicht drauf. Und dieser Doppelkampf gefällt mir sogar. Ja, ich weiß, die haben Plusel und Minum beide. Mhm. Keine Chance gegen mein Pokémon. Was ist das? Ein unfairer Kampf. 2 gegen 4. Plusel und Minum. Minum und Plusel. Mir fehlen jetzt die Bodenattacken irgendwie. Minum will Plusel helfen. Oh, und dann kommt der Heuler. Ja, toll. Mir fällt gerade auf, dass beide meiner Pokémon Kreideschrei haben. Ist natürlich das könnte böse enden. Ist natürlich schlau, wenn beide Dings nutzen, ne? Rechte Hand. Dam, da, da, dam. Ba, ba, da, da. Ich habe erstmal den Sandsturm rausgeholt. Nö, ich habe erstmal beide mit Edelsamen besamt. Besamt. Oh, besamt. Oh. Rechte Hand. Puzzle will Minun helfen. Rechte Hand von Minun. Es schlug viel. Auch diesmal. Die können bei mir ja nichts machen. Die können ja nicht angreifen. Bei mir schon, aber sie tun's nicht. Da, 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 da. So, Sandsturm. Macht nochmal ein bisschen. Och nein, ernsthaft. Was? Ah, Sinelbeere nur. Ich wollte schon gerade sagen, ey. Wahrscheinlich nur Minun. Nur jetzt Plusel. Plusel und Minun helfen. Beide machen rechte Hand, ich finde das so schlau. Aber die sind leider zu stark, muss ich gerade mal sagen. Also jetzt so von der Abwehr her. Die gehen mit tierisch auf den Sack gerade. Bei mir geht's gerade, die nehmen einfach zu wenig Schaden. Ja! Genau, das meine ich. Also ich bin ja schon vorher, ich die besamt habe, aber das klingt so falsch, ne? So, ich mache gerade Minun voller Kreideschrei. Ach, ich kann auch die Sinnebeere von Plusel. Plusel verreck einfach. Mhm. Ich glaube, den Rest des Parts werden wir mit dem Kampf beschäftigt sein. So, Plusel ist da unten. Yep, und dann kommt wir. Das Minun. Oh. Ich greife mit Hugo schon gar nicht mehr an, weil Marc den größeren Angriff hat. Ja, bei mir greifen beide an. Ich hau gerade beide komischen Mäuse parallel tot, glaube ich. Da, 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 da. Das ist eigentlich gut an denen, ist, die geben gut EP. Mhm. Muss man aufpassen wieder, ne? Pokémon sind. Hm? Muss man nur wieder aufpassen. In den ja. Level! Oh nö, ernsthaft? Das kommt doch mit Heuler an. Aber zum Glück ist Biss noch eine spezielle Attacke. Ja, das stimmt. So, jetzt werden wir die erstmal beide besamen wieder. So, jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt geht Minun das zweite, erste Minun auch weg, aber nein. Sinnelbeere. Ist mein Sandsturm schon wieder weg? Kann gut sein, 5 Runden sind bestimmt schon vorbei. Ach nö. Der hilft so gut. Alter, ernsthaft! Was? Pixel Power. Ja, gut. Ich mache jetzt auf das andere Minun da Klammergriff. So, Plusel. Und dann hätte ich gerne das Giftpuder auf Minun. So. Sandsturm! Fail! Klammergriff. Da, 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 da. Aber ich bin. Weißt du, wo ich froh drüber bin? Ah. Dass sie keinen Statik haben. Würde mich so abkotzen, ey. Ja, glaube ich dir. So, das erste Minun ist auch weg. Jetzt habe ich Plusel und Minun da vor mir. Ja, habe ich auch wieder vor mir. Déjà-vu. Das kommt mir so vor, als wenn es gerade erst gewesen wäre. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich mache gleich mal Überroller. Ich guck mal, wie viel Überroller abzieht.
Mach das. Ja, Bissattacke. Och, super, Leon. Warum tust du das? Wieso geht die Attacke einfach daneben? Wie geil das einfach ist. Jedes dieser Pokémon ist gerade am Sandsturm am Ende verreckt. Die haben mal Pixel Power und der Sandsturm geht den aus. Eieieiei. So, Plusle ist auch wieder weg. Minun ist weg. Jetzt vielleicht fehlt nur noch Plusle. Oh, er setzt Rückzugkeep an. Ich bin geschockt. Überroller. Alter, das macht gut Schaden. Ja. Wie Überroller? Ne, Mark hat keine Überroller. Ach so. Das ist die TM, die ich von Camillo bekomme. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Das hat auch eine Sinnebeere. Alter. Schnauze, verreck einfach. Ersticke an deinem eigenen Schweif von mir aus. Natürlich geht die Rolle daneben. Okay, ich hab's geschafft. Ja, Plusle ist bei mir gerade auch im roten Bereich. Leider hilft diesmal der Sandsturm nicht. Rechte Hand, warum? Alter, die hat gruselige Augen. Sie weiß, was du letzten Sommer getan hast. Was? Sie weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nein, die hat rote Augen, das sieht gruselig aus. Oh, Hokus Level 20. Hä? Ja, passiert. So, Leute. Ich denke, Adam ist auch langsam mal fertig da. Ich will deine scheiß Pokémon nach Nummer nicht. So. Ja, Leute, denn wäre nett, wenn ihr ein Part bewerten könntet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.